Schritt 1. Geht auf vadi-team.com und kauft euch eure Must-Have-Produkte. Schritt 2. An der Kasse benutzt ihr meinen exklusiven Code Mandela, um 10% auf eure Bestellung zu sparen. Und jetzt eröffnet ein Discord-Ticket auf meinem Server und sendet uns das Bild von eurer Bestellung rein. Hier geht's jeden Monat ab mit der Chance auf 150 Euro Vadi-Team Store-Gutscheine. Sicher euch jetzt eure Belohnungen. Natürlich kann Spaß machen. Und weißt du, warum das gestartet hat? Also gerade hattet ihr die Chance zu reden, da wart ihr lieber frech, deswegen interessiert es mich nicht mehr. Ich war ja nicht da. Naja. Da musst du deine rechte Hand unter Kontrolle haben. Das stimmt. Und was wartet ihr? Nimm ihren Führerschein. Wenn du nicht willst, dann einfach. Also wir bräuchten einmal bitte ihren Führerschein daher. Digga, früher hatte ich nix, ey. Digga, früher hatte ich nix, ey. Digga, früher hatte ich nix, ey. Heute fahr ich durch Beverly Hills, ey. Fahr ich durch Beverly Hills. Diese Bild, Digga, will da nur mich. Diese Bild, Digga, will da nur mich. Digga, kauf mir jetzt goldene Glitz, ey. Boah, man denkt davon zu daten. Boah, Junge! Was hast du gesagt, Mafia? Ich hab gesagt, gib weiter Gas, Bruder, gib weiter Gas. Ich wurde beleidigt für. Hey Leon, warum stehst du erst auf, wenn JP da ist? Du Junkie. Guck mal, Bruder, ich war die ganze Zeit draußen, Bruder. Ich bin dann wieder gekommen, Bruder. Du Junkie. Weil Maus mich gerufen hat, Maus hat mich die ganze Zeit genervt, selbst wo ich draußen war, weißt du, ich meine. Wer sind eigentlich diese SCU? Haben die was drauf? Ja, Bruder. Doch, Bruder. Das sind alte Ballers, ne, halt? Ein paar. Die meisten, Bruder. Ein paar gute, ja. Ein paar gute sind. Weißt du, wer da ist? So echt? Alex? Wer ist das? Jamie. Ja, ich weiß, aber Jamie holen wir uns noch. Da ist schon, Bruder. Hä? Habt ihr gegen die verloren oder was, GW? Nee. Ey, Hemmschuh schießt auf uns, ne, Mafia? Sehr gut. Kärnten uns. Gegen wen habt ihr GW verloren? Ja, Helmut. Was sagst du? Gegen wen habt ihr GW verloren? Ja, Bruder, was? Kannst du doch einfach gucken. Ding Maus, du musst schlafen gehen. Wir haben das Gebiet doch noch. Ja, aber das ist wahrscheinlich wegen Wände. Kack auf den, Bruder. Soll er warten? Nee, wir haben das schon. Guck doch. Ey Maus, gegen wen haben wir GW verloren? Gegen niemanden. Wir haben GW gewonnen, Bruder. Gegen wen? Wir, gegen alle haben wir gewonnen. Gegen, wer ist denn diese grüne Hose da? Wir waren die Letzten? Mehr irgendwas. Digga, ich dachte, ihr habt gegen richtige Leute gekämpft. Einfach gegen Modelli, Digga. Schaut mal, Jungs. Folgendes Problem. Ich zieh nichts ab, Bruder. Du musst zum Maus gehen. Geh zum Maus, Bruder. Man hätte es nicht. 20 Minuten später, wir stehen an der gleichen Stelle, ihr schon wieder an der Wand. Was machen wir jetzt? Was willst du machen? Ja, gerade war der Bruder sehr, sehr frech. Der war frech. Der mit den weißen Haaren. Er war sehr, 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 sehr frech. Er dachte, sein Arsch ist Staatsmacht oder so, ja. Er sagte, argumentativ habe ich dich auseinandergenommen, bla bla bla. Wir sehen uns in 20 Minuten, wir verstecken uns nicht. Natürlich, das war jetzt echt. Warum verdrehst du jetzt Tatsachen, Bro? Das war jetzt echt unlucky, dass wir euch beim Tanken erwischt haben, aber Bruder, macht euch doch nicht lächerlich. Das wird doch nichts mehr mit euch. Ihr könnt weiter unten angreifen, irgendwelche Crips unterdrücken, aber mit uns wird euch keinen Spaß machen. Weißt du, warum das gestartet hat? Also gerade hattet ihr die Chance zu reden, da wart ihr lieber frech, deswegen interessiert es mich nicht mehr. Ich war ja nicht da. Naja, da musst du deine rechte Hand unter Kontrolle haben. Das stimmt. Ey, Tibo, wo bist du? Ja gut, wir finden aber ich habe ihn unter Kontrolle. Ich glaube, er hat alles richtig gemacht. Ja, das würde ich auch jetzt sagen, weil du hast keine andere Wahl, als das zu sagen. Also was wollen wir jetzt tun? Junge, mach mal mit. Was willst du? Naja, wenn du es beenden willst, dann kannst du gerne auszahlen. Wie viel? Nein, mach noch nicht. Maus, wie viel willst du haben? Nein, noch nicht, Bruder, das ist Quatsch. Wenn er sagt, er will auszahlen, dann zahlt er aus, Bruder. Nein, bitte. Ich hab nicht so lange. Nein, das ist Quatsch. Oh, das sind Free Fufis, Bruder. Ist egal. Wie viel? Was für was? Für diese Aktion? Eine Mio? Beim ersten Mal hat er auch nicht geredet. Beim zweiten Mal hat er auch nicht geredet. Jetzt beim dritten Mal hast du gesehen, was der Elfer gemacht hat. Eine Mio ist zu viel, Bruder. Nein, ist nicht so viel, das ist genau richtig. Crips hat direkt ausgezahlt, die haben gemerkt, wo der Platz ist. Müssen die genauso machen. Mach 750.000. Ja gut. Das gehört mal für? Mach 750.000. Also seid ihr bereit auszuzahlen? Keine Mio auf jeden Fall. Und auch keine halbe Mio. Okay, ja dann geht's weiter. Okay. Also, du willst eine halbe Mio für zwei Fights? Nee, nur wenn ich dich frage, was bist du bereit auszuzahlen? Dann antwortest du nicht mit, was bist du nicht bereit zu zahlen, sondern was bist du bereit zu zahlen. Aber ich bin doch an der Wand, du musst mir eine Forderung stellen. Also ich glaube auch, du denkst hier, das ist wie ein Drehbuch und dann muss ich A machen und wenn ich A mache, musst du B machen und wenn ich B mache, musst du C machen, aber das ist es nicht. Wenn ich dir eine Frage stelle, hast du sie zu beantworten. Genau, weil du an der Wand stehst. Und beim nächsten Mal, wenn du an der Wand stehst, werde ich dir die Frage nochmal stellen.
beantwortest du sie falsch, geht es weiter. Ich komme gleich, was? Easy. Aber wenn die leer sind, kann die einer freimachen. Nein, die sind nicht leer. Ihr bleibt da, wo ihr seid, alle. Ein Kampf noch, gar kein Bock, Digga. Gar kein Bock. Ich rieche dieses Support jetzt schon, Bruder, ja? Ja, hier sind noch ein paar bewaffnet, ne? Na, zieht ihr ab. Jungs, geht doch mal alle da weg. Ich weiß gar nicht, was Heko da macht beim Abziehen, Bruder. Nur die Leute, die wirklich Mausabi beschäftigt hat. Weil Mausabi, glaube ich, weiß ja am besten, wenn er Waffen hat oder nicht. Der Rest geht schon mal in die Autos, machen uns ready. Ich hoffe, dieses Mal kommen die raus und kämpfen richtig und nicht wie Pussys, Digga. Verstecken die sich Tankstelle. Das ist eigentlich nicht unser Part. Sie haben Augen. Ey, Jungs, tut mir mal bitte einen Gefallen. Das hier ist eine Schnellstraße. Wir sind hier gerade mit 250 km/h hier reingefahren. Ja, und ihr Auto steht hier einfach im Weg. So ganz reichen korrekt ist es nicht, weil vorne müssen sie abgebremst worden sein. Ja, also sind wir nicht. Wir haben ganz andere Reifen, unser Profil. Also jetzt tun Sie mir bitte den Gefallen, kümmern Sie sich entweder um uns oder wir fahren einfach weiter. Schauen Sie mal, der Ton spielt hier die Musik. Ja. Erstens. Ja. Ganz ruhig. Ja, und ich kann auch richtig ungemütlich werden. Richtig, genau. Man braucht nicht ungemütlich werden. Man kann nicht ganz mal reden. Deswegen sicher? Einfach ein bisschen runterkommen. Sicher? Richtig. Man kann ganz mal reden. Perfekt. Dann tu dir selber den Gefallen, lass uns hier einfach gehen, ja? Wir wollen hier einfach vorbeigehen und fertig aus. So einfach ist das nicht. Wenn du schon sagst, du kommst hier mit 250 hier angefahren. Ja. Wenn hier in den Grenzkontrolle ist, musst du dich dementsprechend mal den auch mal... Sag mal, den da hinten rechts, der soll mal ganz schnell seine Waffe wegpacken. Der soll mal ganz schnell seine Waffe wegpacken, weil die wird ihn auch nicht schützen vor dem, was gleich kommen wird. Schau, warum wollen wir es denn hier so dann weit hinaus? Dann fahr doch einfach dein Auto weg, lass uns durchfahren. Lass Dankeschön. Uns doch erstmal vernünftig miteinander reden. Also, ich sag dir nochmal, ja. Wir haben jetzt etwas zu tun. Okay, wir auch, wir machen unsere Arbeit. Perfekt, okay. Dann fahr bitte dein Auto weg und wir gehen hier durch und alles ist easy. Ja, letzten Endes müssen wir trotzdem erst eine Kontrolle machen. Nein, ihr müsst keine Kontrolle machen, weil wir dazu keine Zeit haben. Doch. Schaut mal, ihr seid gerade vier Leute hier. Also, Fahrzeug. Ob sie Zeit haben oder nicht, das ist letzten Endes irrelevant. Die Kontrolle wird gemacht und da geht kein Okay, und jetzt die Waffen rauszuholen, ist die richtige Methode? Naja, letzten Endes, ihr seid gerade ein bisschen halbwegs aggressiv aufgetreten. Ja, und ihr denkt wirklich, wenn ihr jetzt mit Waffen hier steht, ja, dann packt eure Waffen weg, lasst uns durch. Packt eure Waffen weg. Ja, aber dürfen wir nicht funken. Sich doch bitte. Ja, wir wollen doch ganz normal einfach nur kurz schnell eine Kontrolle machen und dann ist alles schon durch. Schauen Sie mal, fahren Sie doch einfach Ihr Auto weg und dann ist doch alles geklärt. Wenn wir die Kontrolle gemacht haben, fahren wir die Autos gerne weg. Haben Leute, die hier ausbluten, müssen schnell zum Arzt. Sagt, ne? Perfekt, da sind Yoga-Leute, die müssen zum Arzt. Das heißt, fahren sie das Auto weg, lassen die Leute einfach durch, dann passiert doch auch gar nichts. Werden Leute sterben, wenn sie das Auto nicht sehen. Sehen Sie, schauen Sie mal, sie tun das Leben von fremden Leuten, von Zivilisten einfach über das, über diese Kontrolle stellen. Das ist doch nicht normal. Was tun Sie denn da? Was sind Ihre Missionen? Ja, die Medics sind schon da, also entspannen Sie sich mal bitte. Meinen? Okay, Bruder, mein Führerschein? Okay, Jungs, macht euch ready. Ey, die Gas schießt, Digga, die ist einfach durchgefahren. Und was wartet ihr? Nimm Ihren Führerschein. Wenn du nicht willst, dann nimm ihn. So, wir brechen einmal bitte Ihren Führerschein daher. Hä?